Ein Mann weiß heute schon, was in den nächsten Wochen alles passieren wird. Unser offizielles Heute-Show-Sommer-Orakel. Hier ist Olaf Schubert. Olaf, schön, dass du da bist. Ja. Lass uns mal in dieser letzten Sendung gemeinsam vorausblicken. Wie wird der G20-Gipfel in Hamburg in 4 Wochen verlaufen mit dem Stargast Donald Trump? Worauf können wir uns da freuen? Ich glaube, Hamburg ist gut. Ne? Ich meine, auf der Reeperbahn wird Trumps Ehefrau erstmal nicht so schnell erkannt. Und natürlich, Trump selber hat sich ja auch mal so gebrüstet mit seinen sexuellen Ausschweifungen und so. Und ich glaube, da ist Hamburg mit der Reeperbahn ja vielleicht wirklich sogar die einzige deutsche Stadt, die diese sexuelle Wucht irgendwie schlucken kann. Ne? Also aufnehmen kann. Der Gipfel wird natürlich erstmal ein bisschen unangenehm für ihn. Er muss sich jetzt rechtfertigen dafür, dass er das Klimaabkommen gekündigt hat. Da muss man Trump aber auch mal verstehen. Ne? Ich meine, alte Männer haben es gerne warm. Ne? Aber abgesehen davon wird es für ihn, glaube ich, wird interessant. G20, da lernt er viele neue Länder kennen. Ja, ja. Ich meine, 8 kennt er ja schon. Ne? Also ich glaube, 5 kannte er selber, 3 kannten seine Berater. Und Hamburg, da kennt er sich ja auch aus. Ne? Da weiß er ja, Hamburg, das liegt gleich hier neben Cheeseburg. Natürlich. Deine Prognose, wie geht's im deutschen Wahlkampf weiter? Kommt da noch mal ein Hauch von Spannung rein? Oder was müssten die Sozen, was müsste die SPD machen, um da noch mal Spannung reinzubringen? Es ist ja spannend. Also wenn die SPD weiterhin so straff abbaut, dann scheitern sie ja vielleicht noch an der 5%-Hürde. Naja, ich meine, natürlich nicht. Es gibt ja immer welche, die dann die SPD trotzdem noch wählen. Glaube ich, gar nicht so aus Gewohnheit, mehr so aus Mitleid. Ne? Ja, aber wenn man die so totstreichelt, irgendwie die SPD, das ist ja auch entwürdigend. Also dann, ich denke, dann lieber mal einen richtigen Arschtritt ins Gesicht. Ne? So. Also da haben alle wieder ihren Frieden. Ich meine, in der Natur ist es ja auch so, ne? Bei der Elefantenherde, der kranke Alte, der wird weggeschoben, damit er in den Wald geht und abömmelt. Ne? Und das kann man jetzt bei der SPD natürlich nicht machen. Ne? Die wird ja noch gebraucht im Bundestag als Raumteiler oder was weiß ich. Oder ne? Die gute alte Tante SPD ist ja vor allem wichtig, ist ja immer so, wenn 3 Frauen ausgehen, ist ja immer eine dabei, die jetzt nicht so, ne? Also wo man, naja, wo man sagt, klar, so eine muss es auch geben, ne? Und damit sich die anderen beiden besser fühlen. Hübscher fühlen. Ja, ja, genau, ja. Genau. Und das, ja, und deshalb ist ja die SPD bei allen Parteien als Koalitionspartner so beliebt. Ne? Ja, ja, klar, ja. Klar, als Kontrastfläche. Die Union setzt weiter konsequent auf das Thema Sicherheit. Wir sprachen schon drüber, Verbrechensbekämpfung, also die Ängste der Deutschen. Ist das die richtige Strategie? Ja, also man muss die Ängste natürlich geschickt einsetzen. Ne? Also ich habe meine Frau, ich habe mir sie zumindest eingeredet, dass unser attraktiver Nachbar, dass er angeblich afghanischen Migrationshintergrund hätte. Und seitdem ist es bei mir wieder viel anschmiegsamer. Ne? Also der Typ ist in Wirklichkeit Spanier, ne? Aber das ist ja sein Problem, wenn der so aussieht. Ne? Also, und das Schöne an den Ängsten ist ja, es gibt so viele. Man kann sich ja jeden Tag im Internet eine neue Angst raussuchen. Ne? Angst vor der Zukunft, Angst vor Strahlung, jetzt auch vor Fälschung. In der deutschen Apotheke gibt es gefälschte Medikamente. Ne? Da kaufst du Beta-Blocker und sind Gamma-Blocker. Ne? Oder was weiß ich, nimmst du jahrelang irgendwelche Tabletten, dann stellt sich raus, das sind Zäpfchen. Natürlich, ne? Natürlich. So, und dann, wenn wir vorausblicken auf diesen Sommer, gibt es natürlich den anhaltenden Zoff mit Erdogan und der Türkei. Wie wird das weitergehen? Ich bewerte ja Erdogan und Trump immer auch so ein bisschen nach dem Entertainment-Faktor. Und da hat ja Erdogan, da ist in letzter Zeit wenig gekommen. Da muss er jetzt liefern. Ne? Also er kann ja im Sommer jetzt punkten, sage ich mal, wenn er die Todesstrafe einführt. Oder wenigstens erstmal für die Frau so versuchsweise. Ne? Und dann muss er natürlich auch im Land aufräumen. Ne? Und ihm kommt ja zu Pass, es kommen nur noch wenig Urlauber in die Türkei. Da sind jetzt viele Hotels leer. Kann er dann gleich als Gefängnis nutzen. Ne? Muss aber natürlich ein paar ordentliche Betten vorher reinstellen. Ich war mal dort. Ne? Also. Kann man nicht anbieten. Nee. Ja, viele Deutsche sind tatsächlich sehr verunsichert in diesem Jahr. Wo soll man, wo kann man noch Urlaub machen? Urlaub? Wovon denn? Ich meine, jetzt. Ich meine, guck mal, alle gebräunt und tiefenentspannt. Also ich meine, die sollen erst mal arbeiten gehen. Ja. Naja.
Ich meine, ich ziehe auch durch. Ich fahre dreimal im Jahr auf die Malediven, aber ansonsten geht's wirklich Tag auf Tag, auf Schicht. Olaf Schubert, meine Damen und Herren, vielen Dank.